Neuer Trainer für den KFC Uerdingen, Jürgen Press. Links Reisinger macht den Teamchef. Das hat ja was von DFB, von Nationalmannschaft, von Beckenbauer. Also alles rein für den Abstiegskampf. Heute zu Gast, ganz in Weiß, Viktoria Köln mit einer beeindruckenden Serie. 9 Spiele in Folge ungeschlagen. Und das macht natürlich selbstbewusst. So treten sie hier auch auf. 7. Minute. Risse mit dem feinen Pass und wunderlich einfach nur ein paar Zentimeter zu spät gestartet. Das wäre die Gelegenheit gewesen, hier sofort in Führung zu gehen am Lotter Kreuz. Uerdingen geht auf dem Zahnfleisch. 10. Minute muss van Ooyen raus, verletzt. Und die hatten ohnehin nur drei Feldspieler auf der Bank sitzen. Alles andere verletzt. A-Jugendspieler nicht nachgemeldet. Und jetzt müssen sie schon auf die Zähne beißen. Aber das tun sie. Kibritz, 24. Minute, erster Abschluss. Gnase reklamiert da nochmal, weil er gelegt worden ist. Lässt Vorteil gelten und dann kommt am Ende eine Ecke raus. Aber Uerdingen fuchst sich rein in die Partie. Denn bei Viktoria Köln wird aus Selbstbewusstsein ein bisschen Überheblichkeit. Verspielen hier immer wieder Bälle und laden Uerdingen regelrecht ein, zu Abschlüssen zu kommen. Das war die 28. Minute und wieder ein Abschluss von Mohamed Kibrit, der da vorne wirklich alles regeln musste im Sturm. Wir sind in der 35. Minute. Das ist ein Ball, den legen sie zurück zu Yannick Bangshoff, der heute vor Militz den Vorzug erhalten hat. Und der will es besonders schön machen. Ja, landet aber bei Anabak und bei Kibrit. 1:0. Führungstreffer für den KFC Uerdingen. 10 Minuten vor der Pause. Weil sie sich reingebissen haben in diese Partie und weil sie mit Kibrit einen haben, der nicht lang fackelt. Der weiß, gewinnen kannst du nur, wenn du aufs Tor schießt. Und das tut er zum wiederholten Male. 1:0. Uerdingen geht mit einer Führung in die Pause und auch wenn sie wissen, dass das nochmal richtig schwierig wird, Thema richtig auf die Zähne beißen, richtig kämpfen, gerade wenn einem dann hinterher die Kraft ausgeht. Deswegen am besten schon direkt zu Beginn in dieser zweiten Halbzeit Gas geben. Anapak, Aluminium, das ist die 47. Minute. Direkt nach dem Wiederanpfiff spielt Uerdingen auf das 2:0, nimmt den Schwung der ersten Halbzeit einfach mit. Viktoria Köln hat, ja, ich will nicht sagen Probleme in dieser zweiten Halbzeit, aber insgesamt ist es zu wenig. Da kommt eigentlich fußballerisch viel zu wenig. Die können deutlich mehr. Sie lassen es viel zu selten aufblitzen. Wir sind in der 55. Minute. Das ist Rossmann und der feine Ball auf Timmy Thiele. Das reicht schon für den Ausgleich 1:1. 7. Saisontor für Timmy Thiele. Letztendlich ist es ein Tor der Marke unspektakulär. Flanke gut, Fuß hingehalten, reicht. 1:1. Wir sind schon in der Schlussphase. Uerdingen gehen die Kräfte aus. Das war zu befürchten. Sie haben alles reingeworfen, was noch Fußball spielen kann. Sie hatten sogar mit Julius Paris noch den dritten Torwart als Feldspieler nachgemeldet. Und jetzt müssen sie irgendwie auf die Zähne beißen und haben Glück. Cueto scheitert. Das ist schon die 90. Minute. Letztendlich eine Schlussoffensive sehen wir von Uerdingen nicht mehr. Dafür geht einfach nichts mehr. Dafür haben sie keine Power mehr. 1:1, Ende am Lotterkreuz. Uerdingen geht auf dem Zahnfleisch. Wir sind hier mit 13 Feldspielern angereist und ja, was soll man machen? Die Situation ist, wie sie ist. Die ganze Saison über müssen wir immer wieder Rückschläge tragen. Heute war es auch wieder der Fall. Direkt nach 10 Minuten verletzt sich jemand. Und wir haben trotz alledem weitergemacht, sind in Führung gegangen. Und defensiv standen wir heute ganz gut, würde ich mal sagen. Die haben nicht viele Möglichkeiten gehabt. Aber der eine Schuss, den die da haben, der kullert dann wie auch immer rein. Das ist natürlich sehr, sehr bitter für uns. Haben heute nicht ganz das umgesetzt, was wir uns eigentlich vorgestellt haben, gerade auch in der ersten Halbzeit. Sehr schwer ins Spiel gefunden, was uns eigentlich eher selten passiert. Und von daher sind wir natürlich heute nicht zufrieden mit dem Spiel. Feigenspann, Grimaldi, Marc Kussen, die haben vorm Spiel gefehlt. Van Ooyen hat sich im Spiel verletzt, Traoré auch noch. Also Uerdingen braucht echt einfach Personal für den Schlussspurt in Liga 3 im Abstiegskampf. Alle Spiele der dritten Liga live, nur bei Magenta Sport.